In der heutigen Folge möchte ich euch zeigen, wie ihr Maronen oder auch Esskastanien genannt haltbar machen könnt. Ich war unterwegs im Wald und habe dann so einige Maronen oder Esskastanienbäume entdeckt und mir gedacht, dann müsste mal einige mit. Habe ich dann auch getan. Ihr könnt sehen, wie verlassen es ist, denn aus diesen Kastanien wurden auch schon kleine, nachgezogene, neue Kastanienbäume. Wie gesagt, hat mir eine eingesteckt und die Frage, die sich dann stellt, ist, neben denen, die man dann sofort oder nahezu sofort verwerten kann, was mache ich mit den Kastanien, die in Anführungsstrichen überbleiben? Das zeige ich euch heute. Hier also ein Teller plakativ mit Esskastanien oder Maronen. Und dann zum Haltbarmachen schnappe ich mir dann ein Messer. Hier ein geriffeltes, weil ich es einfach praktischer finde. Was machen wir dann? Wir nehmen die Marone oder die Esskastanien, schneiden diese so ringsherum komplett einmal ein. Nicht zu tief, sondern wirklich nur so im besten Fall, dass die Marone wirklich eingeschnitten ist. So wie hier ungefähr. Hat gleich zwei Beweggründe. Da könnt ihr es sehen, dazu sage ich euch dann gleich nochmal was. Parallel dazu, während wir dran sind, können wir noch einen Topf mit Wasser ganz normal zum Aufkochen bringen und dann gehen wir wieder zurück zu unseren Maronen. Bis wir dann fertig sind, denke, könnt ihr hier überall sehen. Und dann gehen die Maronen hier in dieses gleich kochende Wasser. Wird jetzt zwar gleich zwei Gründe haben mit diesem Einschneiden. Wir wollen am Ende des Tages die Schale entfernen und jetzt kann auch Wasser eindringen und das bringt dann folgenden Effekt mit sich. Nach ganz kurzer Zeit, das Ganze soll so 3-4 Minuten kochen hier, da reißt jetzt die Schale zwecks Ausdehnung schon auf und das machen wir uns am Ende des Tages zunutze. Wie gesagt, jetzt 3-4 Minuten leicht sieden lassen, dann links ein kleines Backblech, holen dann mit hier so einer Schöpfkelle, holen wir dann die Maronen raus und geben sie auf dieses Backblech. So sieht es dann aus. Und der nächste und letzte Schritt ist dann fürs Garen zumindest, dass wir sie bei 25 Minuten ungefähr bei 170 Grad Ober- und Unterhitze in den Ofen geben. Hier dann nach dem ganzen Prozess, hier könnt ihr sehen, wie die Schale überall aufgegangen ist und aufgeplatzt ist. Es dampft auch wunderbar und riecht super. Und dann schnappen wir uns jetzt gleich, nachdem sie ein bisschen abgekühlt sind, wirklich nur ein bisschen abkühlen, denn der Trick ist für unser Pellen gleich, wir werden gleich die Haut außen entfernen, müssen sie heiß sein, aber natürlich noch anfassbar, logisch. So, jetzt geht es so einigermaßen und jetzt habe ich hier was zum Einfrieren, einfach eine Plastikschale und dann fangen wir mal damit an. Gerade wenn sie heiß sind, geht das so gut von der Hand wie hier gerade. Dann könnt ihr das sehen, so sieht es aus. Es gibt noch die Innenhaut, die kann man dran lassen, muss man aber nicht, da sage ich noch was zu. Hier, so sieht die Marone dann von innen aus und ist bereit zum Einfrieren. Hier die äußere Schale mit dieser inneren Haut, die jetzt so ein bisschen knusprig geworden ist, möchte ich sagen. Muss nicht dranbleiben, kann aber, ist nicht weiter tragisch. Ja, und das machen wir jetzt natürlich mit allen, so wie hier. Ihr seht, bei manchen hat es gut geklappt, bei anderen mit der Haut innen zumindest nicht so. Aber wie gesagt, da sie geröstet ist, tut das der Sache absolut keinen Abbruch. Und dann sind wir bereit zum Einfrieren. Kann super für eine Suppe benutzt werden und wie immer, bon appetit!